Und damit, okay, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Ganz genau. Ich habe mich für das Drachenfeuer entschieden, weil wir haben ja letztes Mal festgestellt, hiernach kommt nichts mehr. Das sieht schon ziemlich nach Endboss aus, was ich schade finde, weil ich habe mir den Trailer nochmal angeguckt und da war halt viel, viel mehr zu sehen als jetzt das, was wir bis jetzt hatten. Und ich hoffe, sie beenden einfach noch nicht deswegen jetzt direkt das Game oder so, oder dass so viel, extrem viel gestrichen wurde. Ich würde sagen, wir starten direkt rein in Auftritte des Bestienkönigs und dann talken wir noch ein bisschen weiter. Das ist halt einfach ein bisschen unerwartet. Ich habe, keine Ahnung, ich habe mehr erwartet vom Spiel. Deswegen ist es jetzt unerwartet. Genau, ich habe das Drachenfeuer genommen, weil es am epischsten. Ich kann die Kamera hier nicht bewegen. Also Open World, naja, mal wieder. Ja, das sieht so episch aus. Haben wir in der letzten Folge, glaube ich, freigeschalten. Hier sind keine Waddle Dees. Okay. Das da? Warum leuchtet das da? Ist okay. Einfach nur leuchten. Ja, ich sehe ja dasselbe wie ihr, deswegen sitze ich auch ein bisschen davor. Ich muss das ganz kurz noch ein Stückchen größer machen, damit ich das sehe. Hier gibt es eine Maxi-Tomate. Ist das ein Waddle Dee wert? Also hier gibt es wieder Waddle Dees. Wahrscheinlich besiege den Endboss so und so und das sind wieder Sachen, die werde ich vor Jahren nicht hinkriegen. Oh, wir können uns alles aussuchen. Denken doch nicht im Ernst, dass sie uns aufhalten können, oder? Also halt diese Viecher. Okay, ich weiß auch immer noch nicht, wer der Boss ist. Ich vermute für die DDD, weil der ist irgendwie so immer der Hauptendboss gewesen. Genaueres dazu sagen kann ich nicht. Deswegen schauen wir uns das Ganze doch mal an. Königlicher Erzfeind, König DDD. Meine Erwartungen sind hoch an den Bosskampf. Ach du meine Güte. What? Okay, aber das Drachenfeuer. Ich bin gesprungen. Ich habe den Sprungknopf betätigt. Wo ist er? Okay, feuern, 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 feuer, 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 feuer. Okay. Der sieht aber damageless. Schon wieder eher machbar aus. Also meins! Oh mein Gott, das ist unmöglich. Also manch anderer Boss. Aber mal schauen, wie das Ganze wird. Auf jeden Fall mega, mega episch, wie es direkt losgeht. Okay, er springt weg. Oh, er kommt angerannt. Oh ja, ich habe ihn gebrochen. Jetzt wird er gefeuert. Komm, komm, komm. Oh, er macht wieder... Nee, er macht keine Special Attack. Es kommt eine Cutscene. Was? Ich dich auch. Klar. Wir können ja mit dem Ding ganz gut weg. Oh mein. Keine Frage. Easy Bosskampf bis jetzt. Darf ich überhaupt so hohe Erwartungen haben? Das war es jetzt noch nicht. Der hat safe eine zweite Phase. Irgendwas Überraschendes muss kommen. Nee, 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 nee. Besiege den Boss ohne zu blocken? Kurze Frage, was ist blocken? Ich wusste gar nicht, dass wir blocken können. Wir kriegen Bomben besiegt ohne zu... Ja, der lebt doch safe noch. Okay. Also Endboss-like hat sich das jetzt nicht angefühlt. Bitte sag mir nicht, dass das jetzt for real der Endboss, weil das würde nämlich mega die Minuspunkte in der Wertung nachher geben. Okay. Ja, okay. Okay.
Okay. Das gibt mir Donkey Kong Country Vibes. Donkey Kong Country 1. Und das fühle ich mega. Weil der ist ja auch nochmal nach dem Ende des Bosskampfs nochmal wieder aufgestanden und hat die Credits zerstört. So. Und dann gab es halt den Real Bosskampf. So, und das war jetzt ja auch schon mega cool. Oh mein Gott, es geht einfach weiter. Oh, das freut mich, weil ich wüsste nicht, was ich hier nach aufnehmen sollte. Klar, Minecraft Story Mode 2, Little Nightmares 2, klar. Aber weiß ich nicht. Im fernen, fernen Lande gibt es dann doch noch eine Insel. Die Wüste! Okay, die Originis Wüste. Okay, es gibt also doch noch eine Wüste. Elphilin wurde vom König Didi entführt. Erkunde das nächste Gebiet und rette Elphilin. Das haben wir doch vor. Und wenn euch diese ganze Bosskampfmasche gefällt, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung, mit einem Daumen nach oben, damit ich weiß, dass ihr das Game genauso episch findet. Zum Kontinent der Ankunft. Es gibt verschiedene Kontinente. Ich würde sagen, ohne groß Rumgerede. Die Wüste. Die Wüste Wiege des ewigen Lebens. Des Lebens. Lesen kann ich auch nicht mehr. Ich bin so überwältigt. Daran wird es liegen. Okay. Wir hätten vielleicht noch die anderen Waddle Dees da machen sollen. Aber ist jetzt egal. Ich muss aber sagen, rein grafisch, technisch sah der Boss jetzt nicht ganz so schön aus. Das sah nicht nur so wegen meiner Aufnahme so schlecht aus. Nur um das ganz kurz nochmal festzuhalten. Ohne Schlange. Der Boss war wirklich ultimativ schlecht animiert, hatte viel zu wenig Polygon. Er war sehr kantig und das finde ich halt auch schade. Okay, als ich sagte, wir haben keine Open World, meinte ich natürlich, der komplette erste Kontinent war nur Tutorial natürlich. No, ich habe kein Schussgerät. Ah, da hinten ist einer. Hallo? So. Oh mein Gott, und ich hasse es jetzt schon, so eine große Open World in einem Jump and Run zu haben. Klar, das gibt Mario Odyssey Vibes, aber weiß ich jetzt nicht. Ja klar, der macht jetzt hier einmal so im Kreis und dafür kriegen wir irgendwas. Oh mein Gott. Wir gehen. Okay, eines dieser Shards. Wir werden auf jeden Fall versuchen, alle Shards zu sammeln. Oh, der lebt noch. Ups. kann passieren. Wo war der? Hier war doch irgendwie so ein... Hier kann ich... Auf... Ja. Hä, wo war denn... Hier war doch safe gerade eben noch dieses... Da. Das gibt uns... Ah, einfach eine große Coin. Trifft die Ziele. Ja, das denke ich mir schon, dass das irgendein Achievement sein muss. Weil ich das dann doch recht auffällig finde. Ich bin relativ überbeleuchtet, gell? Weird. Weil ich habe eigentlich nichts verändert. Jo. Gespawnt. Achso, von da hätte man das machen sollen. Ich glaube, von da, wo die Coins spawnen, soll man immer drauf schießen. Okay, das heißt, wir müssen noch eins finden. Wir sollen hier nach links weiter. Tun wir das erstmal. Aber da oben war noch ein Schiff, wo ich gern hin möchte. Und irgendwie neue Gegner, dessen Namen ich noch nicht kenne. Und oh mein Gott. Ey, das Spiel legt massiv zu. Was ich hier tun? What is my Aufgabe? Mann, die Open World ist zu groß. Ist am Anfang, da beschwert sich der Dulli noch, oh, keine Open World. Naja, und jetzt Open World. Und der Dude hat keinen Plan, was er machen muss. Besiege den zurückgelassenen Squishy. Squishy. Wie man hier reinbohren, ich habe keine Ahnung.
Nee. Boah, diese Laufanimation, die weiter weg ist. Nee, ich will mich noch nicht vollstopfen. Ich will die Open World erkunden. Da ist noch ein Shard auf dem Schiff. Dann gehen wir kurz auf das Schiff. Boah. Das war eigentlich nicht der Plan. Jo, kein Problem. Zack! Oh, Sprung! 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 Okay. Aufladen, aufladen. Smash! Drauf, 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 komm, 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 komm. Okay, okay, okay. Sie springt weg. Oh nee. Ja, ordentlich. Komm, 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 gleich ist down, gleich ist down. Yes! Bam! Okay. Wir kriegen das Flug-Item. Ich lasse das vorerst mal in. Hallo, mein sehr verehrter Waddley. Was machen Sie denn da? Wir genießen die frische Luft. Ich habe keine Ahnung, wie ich dich befreien kann. Hier endet dann auch schon wieder die Open World. Oh, Sammelgegenstand und zwei Ice Cones. Sehr schön. Ich habe wieder keine Ahnung, was ich hier tun soll. Oh, die Chest, die nehme ich. Da hinten ist der Bereich zu Ende. Und als ich sagte, ich hoffe, dass alles Level 3 hat, wusste ich nicht, dass alles Level 15 haben kann. Da wusste ich noch nicht, dass die Weltenkarte allgemein so riesig ist. Ich glaube, ich rede ein bisschen zu laut. Wo geht's hier hin? Nirgends. Was ist hier? Bin ich? Nicht so gut. Ich hier? Ne, ich brauche nicht zwischen. Okay, wir wissen immer noch nicht, wie wir in diesem... Vielleicht, wenn wir dieses Ding nehmen. Das macht irgendwie auf seine skurrile Art und Weise Sinn. Es gibt mir Luigi's Mansion Vibes. Okay, es gibt nur einen Shard. Ich hätte mir einen Waddle Dee vorstellen können, weil das doch ein schwereres Rätsel ist. Aber da fällt mir dann doch auch wieder ein. Naja, schwer ist es jetzt auch nicht gerade. Dann wäre schon irgendein Achievement. Stimmt, wo sind die? Wo ist denn der letzte? Der letzte. Der letzte fliegende Ziel. Vielleicht noch irgendwo am Anfang? Was heißt denn am Anfang? Wo haben wir überhaupt gestartet? Okay, dann laufen wir halt nochmal 20 Kilometer zurück. Ich glaube nicht, dass hier ein Ziel ist. Wenn dann vielleicht noch ein Stück weiter hinten im Level, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich mag es, dass die Open World so groß ist. Ich mag es nicht, dass ich nicht weiß, wie ich an den Waddle Dee da hinten beim Schiff drankomme. Können wir uns damit auch boosten? Nee, können wir nicht. Hätte ja sein können, dass man sich damit so vorwärts boostet. Ah, ich sehe schon da hinten. Wird von uns ein paar boostende Skills verlangt. Das unwitzige Wortspiel hat er jetzt nicht. Ja. Was genau? Oh, vielleicht müssen sich alle drehen. Ja! Dafür gibt es auch nur einen Shard, okay. Was die. Vielleicht sind die Shards nachher einen Waddle Dee wert? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, jetzt können wir zum Schiff hin. Das machen wir doch auch direkt mal. Was?
Okay, kein Thema, hey. Ich bin das gewohnt, ich kenne das. Okay, wir kriegen hier Sardinen. Hier müssen wir auch schon unsere Verwandlung verlassen. Ich weiß nicht, ob ich das Ding hier wirklich nehmen will. Das, also mit diesem Tornado Super Special Super Saiyajin Super Attacke kann ich mich noch nicht so ganz identifizieren. Okay, das ist der erste Waddle Dee. Wie groß ist denn das Level? Oh, ich sag's euch. Ende dieser Folge muss ich feststellen, dass wir ab sofort nur noch ein Level pro Folge machen können. Weil die Level einfach immens groß werden durch die Open World. Hä, wie cool. Die fliegen wirklich nur um, wenn wir Tag sagen. Jetzt mal ganz kurz nach hinten gucken, ob sich hier irgendwas getan hat. Nein, aber eher nicht so. Wir müssen die Wandlung verlassen. Open World nicht vergessen. Hier könnte rechts noch ein Secret sein. Warte mal, komme ich da vielleicht von der Seite? Oh. Because unter dem Dings. Nee. Ist noch ein Sandhaufen. Weiß nicht, ob ihr das. Oh, ihr seht es jetzt hier. Hätte ja sein können, dass wir den wegpusten können. Hier ist nichts mehr. Ich gehe jetzt erstmal weiter. Auch wenn wir schon ziemlich viel verpasst haben. Zum Beispiel die Ziele, die wir nicht gefunden haben. Ich wüsste auch nicht, wo die sind. Vielleicht kommen die noch. Ich habe keine Ahnung. Die Musik. Richtig Wüsten-Theme-mäßig. Gib mir Luigi's Mansion Villa 3 Vibes. Also Luigi's Mansion 2 Villa 3 Vibes. So. Hier werden wir alle Pusteblumen ausmachen. Nein! Oh, come on. Ich bin schlau. Hi. Okay, hier sieht es so aus, als bräuchten wir so ein Dings. Rasenhütchen. Und da hinten ist ein Pustering. Wir rushen hier kurz durch, nehmen den Pustering, triggern noch kurz den hier und laufen mal wieder nach vorne. Weil. Ja, jetzt fällt das um. Und hier gibt es irgendein super Secret Waddle Dee. Ich wusste es. Das hat man geschmeckt. Keine Ahnung, wie ich das geschmeckt habe, aber ich habe. Und da hinten könnte man auch noch was pusten. Da ist einfach der nächste Waddle Dee. Nein, ein Sammel-Item. Die wir uns am Ende des Let's Plays natürlich alle in einem extra Video anschauen werden. Dieses Video müsst ihr euch nicht angucken, wenn ihr einfach nur die Story wissen wollt. Aber es würde mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Hä? Einfach ein Bonusraum. Ja, lol. Sprungtastisch. 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 Sprung. Lass mich davon nicht baiten. Die fallen beide um. Ja. Dann schon so, als würden sie umfallen. Boah. Da ist der Ausgang. Hier der versteckte Waddle Dee. Damit haben wir alle drei schon mal. Das ist schon mal sehr schön. Ja, dann lass uns mal hier rüber gehen. Mal schauen, was sich da so Spannendes verbirgt. Sprung, sehr schön. Wieder so eine. Ach komm, der hat mich nicht getroffen. Unfair betrogen. Hallo, 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 hallo. Beruhigt euch, beruhigt euch. Alles gut, Autogramme gibt's später. Was sind das für Fische? Die Schlange finde ich auch sehr interessant. Ich sta. Da ist ein Pfeil. Nee, das ist ein Anker. Aber der Anker sagt durch seinen Pfeil, geh da hoch. Wow, wie cool. Das ist so ein indirekter Wegweiser. Ihr wisst Bescheid. Das war's noch nicht. Hier links. Da oben ist wieder ein Schriftzug. Da kann man weiter.
Open World never ends. LOL? Unexpected, dass das Level hier noch zu 200% einfach weitergeht. Hä? Oh, oh, oh. Get the coins, get those coins, get those coins. Come on. Da ist noch Geld, Geld, Geld. Es gibt nochmal Shards zu sammeln. Ich predikte ein Achievement, ist hier nichts fallen zu lassen. Okay, die Kiste zerschießen einfach. Auch die hier. Da ist ein Shard drinne. Oh mein Gott, ihr glaubt nicht, wie anstrengend das ist. Nein! Oh, da ist ein Shard. Ihr seid mir egal. Ich brauch... Wobei, das geht auch. Das war so knapp. Und das öffnet das hier und wir bekommen dafür keinen Waddle Dee, gar nicht. Ja, wir haben ja schon die Waddle Dees. True, true, true. Aber vielleicht ist das ja ein Achievement. Nein. Cool. Ist einfach nur ein Sammelgeld. Komm, also hier muss es ja irgendwas geben. Das ist doch nicht alles. Hä? Geht's doch jetzt rechts weiter natürlich. Also. Lass uns mal hier reingehen. Okay, das suggeriert mir, hier gibt es nicht mehr. Ich sammle jetzt die Waddle-Dees an. Wir gucken, was uns alles fehlt. Und ich schneide euch das einfach wieder hinten an die Folge dran. Ich komme da gar nicht hoch. Mit dem Ringstopfer. Aber nun gut. Huckwatt. Sir Kibbel, der Typ mit dem Boomerang. Und ein Windmühlenschalter. Und natürlich Kirby als Bomben. Okay. Lass das Kirby weg, er ist einfach Bombe. Ein Eisbär, genau. Da suche ich die ganze Zeit schon Eisbär-PNG, dass ich auf irgendein cooles Thumbnail packen kann, aber ich finde keinen. Mann! Okay, nächstes Level ist da links, und zwar auf der Suche nach der Oase. Ui. Ich würde sagen, ich hole hier noch ganz kurz die Waddle Dees nach und wir sehen uns dann gleich wieder. Ist hier noch was Spannendes? Ah ja, natürlich. Die ganzen Zusatzgedönse. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Genau, dann bis gleich. Das erste der drei Ziele findet ihr hier. Einfach draufzielen, kaputt schießen, ihr bekommt dafür eine Coin. Das zweite findet ihr dann ganz einfach hier hinten. Das haben wir auch schon so gefunden. Das dritte der Ziele findet ihr, wenn ihr den hier umschmeißt. Ich weiß nicht, wie ich das übersehen konnte. Gleich hier hinter. Und dann habt ihr auch schon alle drei gefunden. Und damit ihr Federina mit diesem Ring besiegen könnt, müsst ihr hier rechts einfach weiter. Und irgendwie kann man da hochhüpfen. Ja, genau so. Ihr macht damit auch gar nicht mal so schlecht Damage. Ja, perfekt. Hätten wir das dann also auch geschafft. Sehr schön, war gar nicht so schwer. Ich musste diesmal nicht im Internet nachschauen. Das war angenehm. Ich hasse das, immer eine Seite aufzurufen, weil ich habe die nicht eingespeichert. Oder? Perfekt. Dann würde ich sagen, wir haben noch Zeit für Schlag zu, kolossale Schwertprüfung. Dann würde ich sagen, machen wir die doch. Hallo? Ah, okay. Perfekt. Oh, es sieht schon wieder nach Bosskampf aus. Ja, ja. Ordentlich. Ernsthaft? Ich muss die alle einzutreten.
Okay. Ich denke, es geht hier weiter. Perfekt. Nächster Kampf. Mal vorbereitetes Aufladen. Also Standardgegner. Oh, aber die sind alle direkt... Ja, sie sind alle down, außer einer. Diese Mumien wurden auch noch nie so richtig introduced. Die waren einfach da. Jetzt geht ganz schön die Party ab. So, aber alle down. Perfekt. Direkt weiter. Nächster Kampf. Nicht schon wieder zwei. Nee, ich hasse das. Aber wir haben zwei Standardschwertkämpfer. Das ist doch okay. Hä? Wie kann man nur so sein, wie ich und da reinspringe? Spam, spam, spam. Hallo? Ich muss da raus. Okay, ich glaube, er ist down. Ja, perfekt. Der letzte. Komm, sehr schön sauber, ordentlich, bam, aus dem Weg geräumt. So will ich das. Da haben wir es auch schon. Wahrscheinlich nicht in der vorgegebenen Zeit, so wie jedes Mal, weil ich bin einfach blöd dafür. Aber wir haben es geschafft und kriegen dafür wieder was, womit wir uns evolven können. Also halt, womit wir unsere Items weiterentwickeln können. Ist ja wichtig. Okay. Schaffen wir noch eins? Komm, eins, hängen wir noch eins dran? Machen wir heute eine längere Folge? Ah, komm. Wobei, wir hatten schon eine Folge, die ging 40 Minuten. So viel zu längere Folge. Gibt's da bestimmt noch eins? Ja. Spielzeughammer, Schatz. Hammerklettertour. Schlag die Nägel. Ja, das machen wir doch. Auch wenn ich handwerklich nicht gerade so begabt bin, würde ich sagen, machen wir das doch mal ganz kurz hier. Und hauen die Nägel in den Boden. Was ist der... Ich... Ja, doch schon. Ich würde sagen... Ja, ja, komm. Haben wir wieder so einen Hammer-Monkey. No! Ja, okay. Die Zeit können wir jetzt schon vergessen. Also die Runs müssen wirklich perfekt sein. Also da mehr als, weiß ich nicht, 3 Sekunden, 4, 5 Sekunden rauszuholen, ist meistens schon schwer. Nur um das ganz kurz zu erwähnen, ja. Oh, aber wir haben gerade einen mega guten Run. Ja, und das hat den Run destroyed. Egal, egal. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ich hab ja einen freundlichen, netten Herrn Heini, der das immer für mich macht. 40 Sekunden. Ja, okay, wir waren 4 Sekunden zu langsam. Das ist okay. Ich hasse das, wenn ich zu langsam bin, aber das ist ja relativ egal. So. Ein einziges. Eins noch. Weil ich gerade Lust habe. Gibt's noch eins? Nee, gibt's nicht. Dann lass uns mal hier rumfliegen und gucken, ob wir hier. Das ist ein hoher Hügel. Nee. Hinten wird's auch so düster. Hier ist ein Canyon. Ja, lol. Komplett random. Ja, den machen wir, weil der ist secret. Ja, wir machen noch, kann ich in den Titel schreiben, ultra secret Versteck gefunden. Wassermarsch, rutschige Geschichte. Okay, wir kriegen gar kein Item. Vielleicht werden wir verwandelt in irgendwas. Mit Wasser? Kann ich mich nicht erinnern. Doch, Wasserballon. Natürlich. Klar. I remember. Waren wir damit so stark? Ja. Elektronik ist halt... Naja, nicht so schöne Angelegenheit. Perfekt, ja, schön. Mit Feuer ausmachen. Oh, vielleicht hätte ich die rennen lassen müssen. Ja, hätte ich. Was? Irgendwas verstehe ich nicht ganz. Ist ja auch egal. Hauptsache, wir kommen hier schön durch. Okay, ich glaube, ich brauche nochmal wieder ein bisschen was. Jetzt kommen auch noch Gegner, die meinen, sie wären toll.
Wir müssen uns wieder... Hä? Ich weiß, was ich machen soll. Oh mein Gott, bisher schwerstes Rätsel. War verwirrt. Vergesst es. In 10 Sekunden. Und ich bin runter. Ja, vergesst es. Okay, das ist schwer. Wie war es? Gibt's ja noch da vorne. Ach man. Ich schaff noch nicht mal den Sprung hier rüber, hä? Nee. Nee. Also das ist schon wieder ein bisschen... Das übersteigt wieder meine Kompetenzen in dem Game. Wieso soll ich da jetzt auf einmal so fast sein wie keine Ahnung wer? Ich bin kein Profi-Renner-Athlet. Hier gibt's aber sonst kein anderes mehr. Das ist halt auch mega sus, dass es hier nichts gibt. Ja, wir können schon mal Foreshadowing machen. Aber es sieht aus, als würde die Wüste... Ist das da hinten Lava? Looks like a bit. Weiß es nicht. Hier in der Oase gibt's auch nichts. Oh, hier aber? Okay, egal. Dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir einen Cut und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Ihr wollt nicht verpassen, wie wir in die Oase, Wellness Oase 3000 gehen, ja? Deswegen schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Lasst doch gerne ein Like da.